Preis, den ich jetzt schon kurz ankündigen möchte, eine einwöchige Flugreise in die Türkei für zwei Personen, all inclusive, gesponsert. Wenn alle Wirtschaftsbälle Europas als Hauptgewinn eine Reise ausschreiben würden, so wie in Kitzbühel, dann wäre schon mal die Tourismusbranche aus der Krise. Spaß beiseite. Der Ball der Kitzbüheler Wirtschaft im Hermann-Reisch-Saal zeigte wenig von jenem Pessimismus, der zurzeit die Welt bedrückt. Eher zu spüren war da eine Stimmung von Selbstvertrauen. Ein Selbstvertrauen, das immer dort erwächst, wo Zuversicht und Bewusstsein für die eigene Leistung ungebrochen ist. Gewerbe, Handwerk und, ganz allgemein gesehen, das Vertrauen in die Tiroler Wirtschaft ist ungebrochen. Beim Tanzen und bei der Wirtschaft ist es übrigens ähnlich. Irgendwie kommt man schon durch. Und so standen die Aktien für Tanz und Geselligkeit auf dem absoluten Höchststand an diesem Abend. Keine Frage, Stimmungen spielen auch in der Wirtschaft eine Rolle. Und das auch auf der Plattform von Geselligkeit. Denn dass da so mancher Geschäftskontakt vertieft wurde, kann man nur ahnen. Gemerkt hat man das kaum, denn Profis lassen sich da nichts anmerken. Herr Lackner, von der Wirtschaftskrise merkt man ja nichts. Wir haben heuer wieder Stimmung wie jedes Jahr. Ja, Gott sei Dank merkt man da drinnen nichts, wenngleich uns die sicherlich berührt, sage ich, allgemein die Wirtschaftskrise. Aber ich glaube, es soll auch wieder einige Zeit geben, wo man mal ein bisschen abschalten kann. Und dazu dient eben der Ball der Wirtschaft aus. Eine Frage. Im Bezirk spielt diese ganze globale Geschichte überhaupt keine Rolle? Doch, die globale Geschichte spielt sicherlich eine gewisse Rolle, ja. Wenn es uns auch momentan noch einigermaßen gut geht, aber in gewissen Bereichen muss man den Gürtel schon ein bisschen enger schnallen. Man merkt also, dass die Leute draußen etwas vorsichtig agieren schon. Das spürt speziell der Handel. Und ich hoffe nur auf einen sehr guten Winter, weil dann könnte man sicherlich mit dem Tourismus sehr viel kaschieren wieder. Wir können nur weiterhin auf dieser Schiene fahren, dass wir sehr gute Qualität unseren Gästen bringen. Gute Veranstaltungen, was ja in der Vergangenheit noch schon waren. Dann haben wir sicherlich den Kopf vorn dran wieder. Wie sehen Sie das als Politiker? Man kann sich natürlich als regionale Wirtschaft, so wie wir uns hier befinden in Kitzbühel, nicht einer globalen Abwärtstendenz entziehen. Nur verwehre ich mich dagegen, dass jetzt alles schlecht gesprochen wird. Wir haben einen sehr guten Mix, vor allem in Kitzbühel, zwischen Gewerbe, Handel, Tourismus, Dienstleistungen, ein gutes Handwerk. Und wir ergänzen uns sehr gut im Bezirk und lassen uns von der globalen Stimmungslage im Bezirk nicht anstecken. Die drei lassen sich von der globalen Stimmungslage auch nicht anstecken. Und wir ebenfalls nicht.